Heroic-Modus von der Forscherliga Tempel von Orsis steht an. Der erste Boss, Sinar. Ich hatte als Idee ein Ramp-Deck von dem Druiden, was nicht so gut funktioniert hat. Ich habe nicht schneller rampen können als der Gegner, der doch da recht fix ist. Und habe sonst nicht so viel von den Spells gehabt. Die zweite Idee, die ich jetzt habe, ist, das mit einem Art, mit einem Mage zu machen, der von den Zaubern profitiert. So eine Art Tempo-Mage. Da gehört auf jeden Fall halt der Mana-Worm natürlich rein. Dann hier Spiegelbild. Nehmen wir erstmal die wichtigen Sachen. Zauberlehrling, obwohl der nicht ganz so wichtig ist, da die Spells, die ich vom Sinar bekomme, ja eh 0 Mana kosten. Aber für den Rest könnte das interessant sein. Der Flammenschürer ist natürlich essentiell für den ganzen Quatsch. Also her damit. So, mal gucken, was wir sonst noch mit reinnehmen. Erstmal ein bisschen rumprobieren. Okay, das sind die wichtigen Sachen. Da müssen wir natürlich ein bisschen mit günstigen Spells Board Control behalten. Arkane Geschosse könnten gar nicht schlecht sein. Flame Cannon und Frostblitz sind auch Standard. Unstable Portal, ne? Das kostet Mana, ich kriege eh genug Karten. Hier kriege ich auch genug Karten, dann eher noch ein paar Secrets werde ich gleich mit reinnehmen. Könnt ihr euch hier in Effigy gut vorstellen. Effigy hat natürlich auch gute Synergien mit Unstable Portal. Ein paar Zauber spielt der Gegner auch. Spiegelgestalt ist, glaube ich, in dem Deck gar nicht schlecht, weil der Gegner ja rampt. Weil er ein Mana pro Runde mehr bekommt. Tatsächlich, da kommen immer noch die stärkeren Minions raus. Finde ich gar nicht verkehrt. Dann auch einen Gegner verwandeln. Finde ich auch ganz cool. So. Okay. Nehme ich noch einen Flamestrike mit rein. Ich gucke erstmal der Reihe nach durch, was ich noch reinnehmen möchte. Es gibt dieses Neue, was ich vorhin schon gesehen habe. Es dauert so viel zu lange. Hier, der Beschwörungsstein. Nehmen wir den mal mit rein, der könnte witzig sein. Dann castet er eine Menge Spells, auch wenn er etwas teuer ist. So, gucken wir mal ganz kurz. Suchen wir mal nach Zauber, ob ich irgendwas Wichtiges übersehen habe. Fangen wir mal vorne an. Eine Frostnova könnte noch ganz gut sein. Das mit dem Beschwörungsstein ist ganz witzig einfach nochmal. Kann man noch ein bisschen Spaß haben. Und bevor ich das Deck dann auffülle, nehmen wir noch zwei Feuerbälle mit rein. Die sind immer super. Zwei Sheeps so auch mit rein. Bloodmage Charlie, das ist nicht so wichtig. Kostet mich auch zwei. Den Mana Worm schon drin. Nimm mal den Mana Süchtige auch mit rein. Ist günstig. Und wie viele Secrets habe ich jetzt schon? Zwei Spiegelgestalt. Sonst nehme ich vielleicht noch Secrets und Mad Scientist mit rein. Ich überlege, ob ich Antoni das auch mit reinnehme. Frostplatz mal beim Spielgestalt. Der irre Wissenschaftler wäre zweimal. Dann hätte ich als Secrets noch weg. Der Gegenzauber. Zumindest einen würde ich damit reinnehmen für den Mad Scientist. Und da ich kriege ja viele Karten, ich will günstige Zauber. Ich überlege, ob ich die Frostnova mit reinnehme. So, probieren wir es mal so. Man will ja auch nicht mal ewig rumtun, möchte ein bisschen ausprobieren. Sonst muss ich das noch ein bisschen verbessern. Aber
was genau schreibt, was. Vielleicht nehme ich doch einen Flamestrike mit rein, also einen schönen Board Clear. Das ist ja schon noch eine Überlegung wert. Was würde ich denn dafür rausnehmen? Einmal einen Sheep, glaube ich, rausnehmen. Und dann noch ein Flammenstoß doch mit rein, so, ja. War ein kleiner Tipp aus dem Twitch-Chat und ist nicht verkehrt, der Flammenstoß, ein Flamestrike, kann man schon mit reinnehmen. So, dann geh mal ab. Jaina gegen Sinar! Arcane Blast hat Alpine verschieden, den habe ich irgendwie gar nicht. Da ist der witzige Beschwörung schon. Ich behalte ihn einfach mal. Weil ich den auch in Action sehen möchte, sonst ziehe ich den nicht. Muss ja nicht alles jetzt super effizient sein hier. Es muss einfach cool sein. So, dann entdecken wir mal einen Zauber. Das sind schon mal zwei. Autsch. Ah, Sepomatic, moin. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Vor allem, wenn ich nichts auf der 2 ziehe. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. So, idealerweise spiele ich. Mal gucken, ob er jetzt den Kill macht. Sonst hätte ich mit dem Flame Waker in der nächsten Runde schon ein paar gute Möglichkeiten. Ja, gut, er killt ihn einfach auf diese Weise. Ah, Whirling Zapomatic mit Rockbiter. Immer beliebt. Immer gern genommen. Ich diene dem Feuerfürsten. Nur die Frosten, oder? Okay, beides nicht getroffen. Ah, dafür die beiden getroffen. Da hat es sich da auch gelohnt, die beiden aufzuheben. Die Wunschkarte. Da kommt der Kältekegel natürlich mal ganz passend jetzt. Eine fantastische Erfindung! Ich will den Alarmobot. Vielleicht kann ich da ein paar Minions jede Runde raus. Obwohl, der kostet ja 3 immer. Das war doch nicht so gut. Ich hab. Ich hab was falsch gemacht. Egal! Okay. Frost Nova kann ich spielen, plus. Den Beschwörungsstein kann ich auch nicht spielen, leider. Ich komme nicht hinterher mit meinem Mana, leider. Ah. Fangen wir damit mal an. Das hilft nicht so viel. Das ist gar nicht so schlecht. Weil jetzt kann ich dann doch eventuell. Es kostet genau ein zu viel mit der Frost, nur egal, ich mach's ja trotzdem so. So, nächste Runde habe ich noch eine Frost Nova und könnte dann noch ein Dreier-Spell spielen. Außerdem habe ich dann wieder ein Spell mehr. Wenn ich die ein. Okay. Okay. Ich komme noch nicht dazu, den Schwörungsstein zu spielen. Leider. So, fangen wir mal damit an. An die Mirror Entity hinterher.
Oh, welch ein Rausch! Nein! Vergesst eine Fackel. Oder noch irgendwas, um den Schaden zu machen? Oh, den Feuerelementar. Fuck it. Oh, er geht aufs Face. Glück gehabt. Ein bisschen Glück gehabt. Die Frage ist jetzt, wie ich das trade. Wie viele Spells habe ich denn? Ich glaube, ich trade das erstmal. Wo der macht den Stärke, dann hat er noch 6, 5. So, damit es nicht einen trifft, den ich eh töten möchte. 7 Mana. Ich bin ein bisschen greedy jetzt, so. Oh, that greed. Hat sich auch... Ups! No! Stimmt, das kann ja auch passieren. Ja, das hat natürlich ein bisschen unschön. Der Beschwörungsstein. Spiele ich denn diese Runde noch? Ja. So, und ich setze mal... Mache ich das jetzt schon? Nee, ich setze mal darauf, dass ich jetzt noch einen Flame Waker vielleicht bekomme. Nein, er kriegt das natürlich. Da war ich zu greedy. No. Da wollte ich halt jetzt auf den Flamewaker warten und dann mehr Spells ausspielen. Deswegen habe ich den Wunsch nach Macht nicht gespielt. Oh no, oh no. So, jetzt versuche ich mal den Alamo-Bot günstig rauszuspielen. Magie registriert. Blizzard ist gut. Tja, da hat's mir den verhauen. Schade. Der Blizzard kommt jetzt ganz gut. Oh, sind schon tot. No! Skandalös. Aber ich glaube, das kann so funktionieren. Vielleicht muss ich jetzt noch ein bisschen mehr stallen. Tatsächlich. Ich habe noch nicht... Ich mache das mal noch ein bisschen so Richtung Freeze-Magiger. Vielleicht. Der Beschwörungsstein ist schon witzig, weil er kostet relativ viel. Kann man erst spät spielen. Verwandlung ist fast ein bisschen teuer. Lieber mit AOEs. Die Feuerbälle sind gut. Flameshaker. Spiegelgestalt ist gut. Gegenzauber ist auch nicht echt. Frostnova. Spielen wir noch ein bisschen mehr damit, dass ich einfach nur... Das versuche ich mal. Habe ich gerade mehr Bock drauf. Das finde ich witzig. Wo ist die Frostnova? Schon vorbei. Die 3 da natürlich. Okay. Ich hatte eigentlich, diese Runde lief schon ziemlich gut, da ich ja, Flammenschuss gegen Zauber, Zauling, Mana, Süchtige. Ja, so toll ist das nicht. Nehmen wir noch den Blizzard mit rein. Mindestens ein, keine Geschosse. Sind zu viel jetzt eigentlich mit dem 2 Blizzard und dem Flammenstoß. Wurscht! Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ich wollte irgendwas sagen. Ach ja. Das ist eigentlich ganz gut lief mit dem Flammenschürer, mit dem Flamewaker am Anfang jetzt. Hatte ich sogar ein bisschen Glück. Der hat echt viel geschafft, aber
Da kann ich nicht drauf setzen, dass das immer so gut läuft. Obwohl ich jetzt ein bisschen Glück schon habe. Ihr habt es so gewollt. Ich behalte auch mal den Flameway, die arkanen Geschosse, weil die mit dem Flammenschirm und dem Flameway zusammen gut sind. Kann ich in der ersten Runde zwar nichts spielen. Aber das Secret ist schon mal ganz passend. Das habe ich dafür in der letzten Runde überhaupt nicht gehabt, das Secret. Von daher ist das schon okay. Auch ein guter Start. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Und je mehr von den Spellkarten ich mit dem Flamewaker schon sammle. Aua. Hallo, geht's noch? Ich brauche mal die Coin in dem Spiel, aber man kriegt die, glaube ich, nie. Ist das zufällig? Ich weiß es nicht. Au, au. Super au. So, wie greedy bin ich jetzt? Ich würde lieber noch eine Runde mehr werten, dann habe ich die Arkanen Geschosse. Das Problem ist, dann kann ich so lange nicht spielen. Ist irgendwie auch ätzend. Ich nehme einen davon runter. Habe ich den Spiegelgestalt? Und warte, bis ich 4 Mana habe. Dann kann ich, wie gesagt, die Arkanen Geschosse noch mit dem Flammenschürer kombinieren. Und habe auch noch eine Karte mehr. Au! Das war auch nicht so gut. Und dann kriege ich den. Also kann das schon mal traden. Und das muss ich auch. Weil sonst kriege ich den mit den Bonusgeschichten nicht tot. So, 3 Stück muss ich treffen. Wie viel Spells kann ich machen? 3. 6 Schaden. Bin ich jetzt greedy und versuch's oder nehme ich die arkanen Geschosse dazu? Das andere wäre natürlich stärker. 3, 6 Schaden zufällig verteilen. Ach! Das wird ja wohl alles super. Am günstigsten. Okay, schon mal einmal getroffen. Lieber einen günstigen Spell. Okay, einer schon mal weg. Und jetzt er auch noch. Hat funktioniert. Yes! Erzittert von der Macht Sturmwind. Ja, das schauen wir nochmal, wer hier wann wo erzittert. Spells hebe ich mir jetzt noch auf. Kann ich gut verwenden. Nächste Runde, wenn er viel ausspielt, eventuell ein Blizzard. Das sieht auch gut aus jetzt. Oh, da muss man Mana Worm dran glauben. 8-7, ouch. Dann spiel ich doch einfach einen Blizzard. Suche ich noch nach einem weiteren Zauber, da will ich das wieder verteilen. Ich hebe mir mal die noch auf, um den Flammenschürer zu aktivieren. Sehe ich doch langsam ganz gerne den Beschwörungsstein, einfach nur für... Nein, er killt meinen Flammenschürer, oder? Oder geht der Face? Er geht gerne Face. Ah, den Flammenschürer hat er schon offen. Im Visier, schade. Vielleicht kriege ich ja 9. Vielleicht bin ich dann auch schon tot. Hallo, kannst du mal aufhören? Jetzt habe ich gerade nichts, was großartig Synergien hat mit dem mit den Spells. No, Verlust. 4, 5, 6 kriege ich einen los. Das reicht natürlich noch nicht ganz.
nutzen wir ruhig mal das eine Mana. Was ich da habe. Das ist nicht hilfreich, Mann. Das ist nicht hilfreich. Okay, ich kann 3 von denen einfrieren. Ich entdecke mal einen Diener. Vielleicht hilft mir das. Noch nicht. Aber noch 8 Mana. Kälte kostet 4. Das hilft nicht weit genug. Das kann ich nicht tun. Hey, fangt! Ah, da ist doch was, was mir zugutekommt. Danke. Auf sowas habe ich gewartet. Und dann decken wir mal ein bisschen Zeug. Arkane Geschosse, super. Hebe ich mir auch nochmal auf wieder, dass ich was wegschießen muss. Der Flammenschwörer, auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Gut, dass der jetzt kam. Den habe ich die ganze Zeit hingespielt schon. Nein, nein! Geh weg! Arsch! Immer auf meinen Flammen. Ah! Satz. So ein Arschloch. Aber echt mal. So, fangen wir mal andersrum an. Ich such mal, gucken, was ich für 4 bekomme. Ob das irgendwas Cooles ist. Zauberschaden plus 1 ist doch gar nicht so schlecht. So. Such mal noch einen weiteren Zauber, der was Cooles dabei ist. Pyroschlag. So. Stimmt, weil Junkie gerade fragt, ich habe ja gar keinen Deck-Tracker angemacht heute. Sorry eigentlich. Das tut mir leid. Hätte ich mal machen sollen. So, was? 16. Haben wir jetzt eh schon gewonnen. Zack. Zurück in die Lampe! Doch! Zurück in die Lampe! Ja! Schaft befindet sich gleich hinter diesem Durchgang. Ja, das war auch ganz gut. Die erste Idee mit dem Ramp hat nicht ganz gut geklappt. Es war ein bisschen zu abhängig. Und hier mit diesem Mage, mit dem Flammenschürer, der hat gute Arbeit geleistet. Es gab auch noch ein paar andere Karten, die von Spells profitiert hätten oder haben, wie der Mana Worm. Und man kriegt ja genug Spells. Das war die bessere Taktik. Und dann im zweiten Anlauf geklappt. Das war doch ganz nett. Noch eine kurze Pause. Dann geht es mit dem nächsten
heroischen Boss weiter, Sonnendieb Ferrix. Bis gleich. Ihr kümmert euch um den Wächter und ich mache den Rest.